Seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggnodum zu einem neuen Part Pokémon, die Weiße Edition mit dem Zwergfürst. Im letzten Part sind wir hier durch diese Höhle gegangen, die, keine Ahnung, wie sie heißt. Muss vergessen. Hier geht's weiter. Dialog. Oh, hallo, du bist doch Zwergi. Lass mich doch mal deine Pokédex sehen. So, dann schauen wir mal. Du bist bereits 59 Pokémon begegnet. Oh, und sogar einem Klick bist du begegnet. Das ist echt nicht von schlechten Eltern. Wo habe ich denn nur meine Manieren? Da habe ich vor lauter Aufregung doch glatt vergessen, mich vorzustellen. Keine Angst, ich weiß, wer du bist. Mein Name lautet ebenfalls Esche. Eberhard Esche, um genau zu sein. Ja, du hast ganz richtig gehört. Und die reizende Dame, die dir den Pokédex anvertraut hat, ist mein herzallerliebstes Töchterlein. Es ist wirklich ein glücklicher Zufall, dass wir uns hier nun persönlich treffen. Sie hat mir schon so viel von dir erzählt. Nun, zur Feier des Tages werde ich deinen Pokédex ein wenig aufrüsten. Der Pokédex von Zwergi wurde aufgerüstet. Es gibt Pokémon, die unterschiedliche Formen besitzen, obwohl sie derselben Art angehören. Fortan kannst du jederzeit überprüfen, ob du einer bestimmten Form schon einmal begegnet bist oder nicht. Darüber hinaus habe ich deine Pokédex auch um meine Suchfunktion erweitert. Guten Tag, Professor Escher. Wer ist denn dieser Trainer? Ach, natürlich. Entschuldigung, Geraldine. Zwergi ist mit meiner Tochter befreundet und bereist einmal um den Pokédex zu vervollständigen. Geraldine, oder wie wird sie ausgesprochen? Geraldine. Könnte ich mir vorstellen, Geraldine, ja. Verstehe, dann wirst du dich mir gewiss bald in der Arena stellen. Toll, ich kann es kaum erwarten. Genau, Zwergi, das solltest du unbedingt machen. Aber pass auf, in dieser Arena kann der Schuss schon mal nach hinten losgehen. Also, Geraldine, ich muss los. Ich melde mich wieder, wenn ich deine Hilfe brauche. Ach, Professor, mein Flugzeug ist eine Frachtmaschine. Ich kann zwar Güter, aber keine Menschen transportieren. Außerdem sind Kanto und Sinnoh auch nicht gerade um die Ecke. Um zu fassen, dass du mir diese harten Worte ohne mit der Wimper zu zucken ins Gesicht schleuderst. Menschen sowie Pokémon müssen sich doch gegenseitig helfen. Also denn, ihr Lieben, wir sehen uns. Wie bitte? Harte Worte? Ohne mit der Wimper zu zucken? Jetzt bin ich am Ende wieder an allem schuld. Wie? Wie konnte der nur so zu einem weltweit angesehenen Pokémon-Professor werden? Wie auch immer, Zwergi. Als Arena-Leiterin freue ich mich schon ganz besonders auf deine Herausforderung. Ich habe allerdings zuvor noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Als ich vorhin mit meinem Frachtflugzeug über den Turm des Himmels flog, habe ich etwas auf der Turmspitze gesehen. Ich bin mir sicher, dass es ein geschwächtes Pokémon war. Man kann es doch unmöglich einfach dort oben liegen lassen. Ich mache mich umgehend dorthin auf. Du kannst mich begleiten, wenn du willst. Zum Turm des Himmels gelangt man über Route 7. Okay, dann wollen wir mal auf Route 7. Ja, hier gibt es noch was zu entdecken, aber das machen wir dann später.
Jetzt müssen wir erstmal Richtung Route 7 in der Stadt vom Winder verweht. So, ihr mal zu Hause. Jo, ihr seid zu Hause. Na, willst du nicht mit mir sprechen? Kanonen, Kanone, wohin man schaut. Wenn es in Geraldines Arena an einem nicht mangelt, dann sind es Kanonen. Und du? Wenn du an der Arena von Balneo City Erinnerungen hast, verrate ich dir etwas ganz Tolles. Okay. Völler, so wird das auch gereicht. Alles in unmittelbarer Nähe zur Landebahn. So können wir das erntefrische Gemüse zumindest in alte Welt verschicken. Okay. Eine Family. Unser Haus. Es scheint eine ganze Menge Leute zu geben, denen von Team Plasma ein Pokémon gestohlen wurde. Jupp, kommt vor. Route 7. Na denn. Hui, ich benutze mal das hier. Geht das? Kann ich benutzen? Schau mal nicht. Kann ich nicht benutzen. Oder ich weiß es zumindest nicht wie. Ein Trainer. Ich wollte zum Turm des Himmels, aber ich habe mich verirrt und bin hier versackt. Ja, hast nur ein Pokémon. Das ist ein bisschen, ja, schlecht, würde ich mal sagen. In wilden Ebenen. Ein Grillcheater und ein Dutz. Schlechte Wahl. Ich würde mal lieber auf Max setzen. Die ist natürlich jetzt auch nicht Typ Wasser, aber ich habe auch kein Typ Wasser, deshalb mal gucken, wo ich ein Typ Wasser-Pokémon finde. Und das war dann eigentlich die Vervollständigung meines Teams. Versuch's mal mit Knirscher, vielleicht bringt das etwas. Also Silberblick bringt schon mal ja auch nichts. Das kann ich dir schon sagen. Knirscher. Okay. Bringt etwas, aber nicht das, was ich will. So, Biss. Okay. Vielleicht Heimzahlung. Könnte ja auch klappen. Hat der nur Silberblick oder was ist mit dem los? Hätte ich auch so gut Nutz einsetzen können, wenn der eh nur Silberblick einsetzt. Dann hätte das auch Nutz machen können. So, jetzt nochmal Biss und dann haben wir's. Der scheint wirklich nur Silberblick zu haben. Was nützt der, den Silberblick einzusetzen? Naja. Level 31 für Lutz. Akrobatik. Kannst du haben. Kratzfurie vergessen. Ist sowieso nervig. Akrobatik erlernt. So, weiter geht's. Ach, zu Fuß kann ich da drauf mit dem Fahrrad nicht. Interessant. Und du so? Sag mal, hast du dir denn schon ein Sedimentur geschnappt? Also, falls du ein Sedimentur hast, würdest du es vielleicht gegen mein Emulga tauschen wollen? Ja, grundsätzlich ja, aber ich brauche gerade weder ein Emulga noch ein Sedimentur. Also, ja nicht. Sprich mich einfach wieder an, falls du deine Meinung ändern solltest. Ich liebe ja die Attacken. Megasauger und Gigasauger. Die Kampfpunkte des Gegners werden weniger und die eigenen mehr. Okay. So, dann warten wir mal hier. Das kann man nämlich auch machen. Ist mal im hohen Gras. Hat das Spiel einfach neu gestartet. Keine Ahnung, was mit diesem Kampf ist. Ist irgendwie hängen geblieben. Und sie sucht jetzt. Ist dann komplett
überbewertet. So. Dann hier so Hops machen. Öha. Da warten doch Trainer auf mich. Umgehen. Entrampignon. Kein Interesse an einem Trampignon. So, Item abholen. Vorher noch einen Navitaub treffen. Ein weibliches Navitaub. Okay. Ich bin Schutz-Items. Sowas von dringend. Aber sowas von. Navitaub. Flüchten. Mit dem Item. Das will ich aber mein Item. Gib mir mein Item. Ach nun, AP plus. Der ganze Aufwand wegen einem AP plus. Mist. So sind wir am Turm. Turm des Himmels. Ruhestätte gerechter Seelen. Na, wenn da doch nicht der Tod auf unser geschwächtes Team wartet. Die Glocke auf der Turmspitze, das heißt, die hier ruhenden Seelen frohlockten, wenn man sie erklingen lasse. Okay, dann werden wir mal auf die Spitze des Turmes gehen. So, jetzt uns an den Trainern vorbei schlingen. Schlängeln natürlich. Schlingeln auch ein bisschen. Okay, die werden wir besiegen müssen. Ich fühle mich, wie mich irgendeine unbeschreibliche Energie durchdringt. Eine Herausforderung von Psycho Irin. Okay, Irin. Interessanter Name. Ein Pygraulon. Samenbombe würde ich vorschlagen. Könnte etwas bringen. Ein Wankelmut nutzt. Da hast du. Und so Emma noch ein bisschen einsetzen, dann haben wir es auch. Graulon besiegt. Will Akrobatik erlernen. Ja, ich habe das ja wiederholt. Ich habe da ein bisschen was übersprungen. So, schwupp. Hat wieder Kratzfolie vergessen und wieder Akrobatik erlernt. Perfekt, haben wir das wieder erreicht. So, nächstes Pokémon. Oh. Das sieht vielleicht episch aus. Lichtschild. Das bringt dir nicht das Lichtschild. Ich setze Akrobatik ein. Bringt zwar nichts, aber egal. Samenbomben könnte durchaus was bringen. Wenn man es einsetzen kann. Wenn man die Möglichkeit dazu bekommt. Los, Ben. Vielleicht bringt ja deine Attacke etwas. Dampfwalze. Wieder eine Option. Oder auch nicht. Münchnitz, naja, das kann Ben ja wohl nichts anhaben. Naja, nichts anhaben sieht anders aus, aber zumindest nicht sehr effektiv. Brandsteinpell. Los. Los, los, los. Oh, ja, das sieht schlecht aus für Ben. Aber auch für Symbol Vora sieht schlecht aus. Level 39 für Ben. Mein Team ist komplett schlecht ausgeglichen. Aber das ist ja irgendwie immer so bei mir. So einmal Feuersäulen noch und dann haben wir das. Perfekt. Ich muss meinen Ben mal wieder heilen. Und zwar jetzt.
Oh, das hätten wir. Warte jetzt. Ich will nicht. Wildes Pokémon. Ich brauche unbedingt Schutz-Items. Unbedingt. Schreib's mir mal auf die To-Do-Liste. Wenn ich es nicht habe. Kann ich es mal im nächsten Part irgendwo kaufen. Ich will ich nicht. Flucht. Ich glaube nicht, dass Lichtel ein Wasser-Pokémon ist. Hypertrank gefunden. Okay. Finde ich gut. Gefällt mir. Ich hoffe, auch euch gefällt der Part insoweit. Wildes Pokémon auf der Treppe. Lichtel. Ich zünd ein Lichtel an für euch. So. Ich will weiter nach oben. Ein Labyrinth aus Trainern. Wie komme ich denn da jetzt am blödesten vorbei? Wohl eher so. Ein feuriger Pokémon-Kampf erfreut jeden trägen Geist. Zwei Pokémon. Ja, damit. Makaba, ja. Sind es zwar mal etwas zähere Pokémon-Kämpfe hier mit Typ Psycho, aber was soll's. Schaffen müssen wir sie eh. Drumherum können wir nicht. Ein Brandstempel. So, das nächste bitte. Mumie von Makabaya wirkt. Hat jemand den Film schon geguckt? Die Mumie. Der soll ganz gut sein. Hab mich nicht getraut, die Mumie zu gucken. Der Trailer war mir schon zu gruselig. Ja, ich weiß. Aber Resident Evil spielen. Ja, aber Film ist für mich ein bisschen was anderes. Und dann doch ein bisschen mehr. Realistik-Charakter. Und Resident Evil war jetzt auch nicht gerade ohne. Will nur an einige Parts erinnern. Wird mir hörbar. Fast hier heult jetzt. Wurscht. So, das Item hole ich mir nicht. Das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Und das ist ein wildes Pokémon-Trainer. Ein wildes Pokémon-Trainer, genau so. So, du willst noch gegen mich kämpfen? Nicht? Du benötigst meine Dienste als Pflegerin sehr gern. Wenn du mich besiegst, teile ich deine Pokémon-Team. Deine Pokémon-Team, yep. Okay, dann besiegen wir sie mal. Damit sie unser Pokémon-Team heilt. Könnte ich durchaus gebrauchen. Auf dem Weg zur Spitze hin. Schnüffler von Molnomala wird. Okay. Ein Dampfwalz zu Einsatz. Zack. Okay. Kann man jetzt effektiv erachten, aber. Naja, gut. Hypertank, natürlich, es ist ja eine Nurs vom Pokémon Center. Mir fiel gerade das deutsche Wort nicht ein. Für Nurs. Schwester wahrscheinlich, oder? So, nächstes bitte. Und nächste bitte. Sind wir hier im Krankenhaus oder was? Dampfwalzer. Los. Nein. Stimmt, diesen Wasser-Pokémon. Ich bin ein bisschen in. Effektiv. Und das ging nicht effektiv. Oh, was ist jetzt passiert? So, mein Buddy-Check, das könnte durchaus etwas bringen. Was für ein Wert ab? Ups. Na komm. Buddy-Check. Nee, hat nicht ganz geklappt. Ben wurde besiegt. Wodurch? Oha.
halt durch, Max. Das kriegen wir hin. Mit Rohr von Max wirkt. So. Heimzahlung. Schutzschild. Natürlich setzt du Schutzschild ein. Ist auch sinnvoll. So, noch einmal. Einzahlung. So, ordentlich. Was? Nein, nicht ordentlich. Du wirst die Ohrfeige vom Gegner. Naja. Halbwegs verdient. Bunny-Check. Los, mach. Fertig. So. Ein Lob an dich, Max. Was du dir machst. Ein braves Hündchen. Pflegerin Helga besiegt. Ach, Pflegerin. So. Versprochen ist versprochen. Hier, das wird dein Pokémon-Team gut tun. Ist es nicht toll, dass alle Menschen und Pokémon ihre ganz persönlichen Stärken haben? Meine Stärke ist das Heilen von Pokémon. Freut mich. Da warten zwei Trainer lang. Dotens oder Dotens. Ist eigentlich egal. Frage, wer am meisten Pokémon hat. Ich nehme den hier. Oh. So, jetzt noch an dir vorbei. Und dreh dich. An diesem Ort finden unter anderem Pokémon, die in einer Region trainiert wurden, ihre letzte Ruhe. Und zwei Pokémon hat sie. Na dann, her damit. Dich kriegen wir auch noch. Samenbomben. Oder auch nicht. Sorry. Denn halt nicht. Los, Ben. Immer noch mein stärkstes Teammitglied. Weil ich die anderen irgendwie vernachlässige. Tut mir leid. Ich mach das irgendwie so. Ich mag mein Starter-Pokémon halt irgendwie. Amnesi. So. Haben wir. Litalium besiegt. Weiter kämpfen bitte. So. Hypnomobra. Okay. Dürfte auch mit Bandstempel funktionieren. Ja. Ja, funktioniert. So, das war's. Level 40 schon. Okay. Steht dann vor der Pokémon Top 4 und dann habe ich nur einen Pokémon Level 40 und alle anderen sind Level 25. Ja, die ja selbst so zu schreiben. Ist dann ja. Jo, sind wir. So, sind wir da. Die Glocke. Danke, dass du gekommen bist. Was ich da vorhin gesehen habe, war tatsächlich ein verletztes Pokémon. Aber keine Sorge, es ist wieder in Ordnung. Ich habe ihm einen Top-Beleber gegeben und es war nur wieder fit. Gibst mir auch einen Top-Beleber? Könnte ich gebrauchen. Genug, um sich in die Lüfte zu schwingen. Hihihi, ich habe ganz schön scharfe Augen. Was? Allerdings sollte das bei einem Piloten auch nicht anders sein. Ach ja, wo du schon mal hier bist, willst du nicht vielleicht einmal die Glocke erklingen lassen? Die Glocke oben im Turm des Himmels besänftigt die Seelen der Pokémon. Auch in den Herzen der Menschen hält der Klang wieder. Jo, das mach ich doch glatt. Und dann stoßen wir sie mal an. Das ist die Glocke des Turms des Himmels. Lässt du sie erklingen? Jo, auf geht's. Zwecki hat die Glocke des Turmes des Himmels erklingen lassen. Die Glocke erfüllt die Umgebung mit ihrem wohligen Klang. Welch lieblicher Klang.
Du bist wirklich ein gütiger Mensch, Zwergi. Und stark bist du auch. So, dann will ich mich dir noch einmal vorstellen. Ich bin Geraldine, die Leiterin der Arena von Panero City. Und ich benutze Flug-Pokémon. Wenn du soweit bist, dann komm doch bitte in meine Arena. Du bist dort herzlich willkommen. Jo, das tue ich. Aber erst im nächsten Part. Für diesen Part ist es jetzt erstmal genug. Ich verabschiede mich von euch. Jo. Hab nochmal die Glocke abklingen lassen zum Abschied. So. Habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja nicht den nächsten Part von Pokémon die weiße Edition verpassen wollt mit dem Zwergfürst. Und dann gehabt euch wohl und haut rein.